dass du einmal gewinnen kannst bei so vielen Leuten. Das treibt schon ganz schön oben ins Ziel. Das ist ganz cool, dort zu fahren. Letztes Jahr waren es 300, wo ich gewonnen habe, und heuer hat es geklappt. Ein Traum. First time I've been here. It's an amazing event. Really good fun and good for the athletes, for the community. Really good. Please give him a big hand. Did you expect to win? No, not at all. In the first round, I was hoping for maybe top five to make the second round, and then I thought, yeah, why not? Zum dritten Mal darf ich dabei sein, ist eine tolle Veranstaltung. Ich starte immer als die Nummer 1 da natürlich. Ich sage immer, ich weiß nicht, vielleicht bin ich das Handicap und damit der Trainingsläufer für die anderen. Ist aber eine Ehre, mit diesen Stars zu fahren. Es ist egal, ob man jetzt gewinnt oder zweiter, dritter ist, da geht es um den Spaß im Vordergrund. Weil wo fährt man in der Stadt Slalom? Das gibt es eigentlich überhaupt nirgends. Sensationell. Ich bin im Vorjahr zum ersten Mal gefahren und man sieht, die Leute haben es hautnah und Topstars hautnah. Es ist, also ich würde mir sowas in Wien wünschen, aber Zell am See ist Vorreiter und ich freue mich, dass ich da bin. Was machst du, dass du dann so ein grandioser Skifahrer bist? Ja, weißt du, mit unter 15 Sekunden geht es noch den Nötter, aber wenn es länger ist, wird es schon schwieriger. Danke, dass du wieder da warst. Hansen, einen Riesenapplaus. Meine Damen und Herren, Marc Girardelli! Ich habe mit 7 oder 8 Jahren das erste Mal den Hansen getroffen und war so begeistert von ihm, weil da hat jeder genuschelt, das ist der Beste und er wird sicherlich einmal der Beste. Und er ist ja einer der Allerbesten geworden dann später. Und wir sind gute Freunde geworden und haben seit vielen Jahren einen tollen Kontakt. Und das sind die tollen Erlebnisse, die ich mitnehmen konnte aus Zell am See und der Region. Auf Wiedersehen, see you in the next week, my friend.